und ebenfalls von der SPÖ. Gewählter Abgeordneter Leimer. Robert Leimer. Herr Präsident, Frau Minister, meine Damen und Herren, ÖBB-Pflastersteine, Grabkerzen war das heutige Wording der schwarz-blauen Einheitspartei, um vom wahren Inhalt dieses Gesetzes abzulenken. Aber täuschen Sie sich nicht. Mit dem Eisenbahner-Bashing tun Sie sich nicht Gutes. Das ist eine sehr stolze Community. Machen Sie sich nicht die Eisenbahner zornig, meine Damen und Herren. Es bleibt alles gleich. Es bleibt alles gleich, lautet die Losung der Regierung. Und doch wird sich alles ändern, aber nicht freiwillig für die Arbeitnehmer. Meine Damen und Herren, in Zeiten der Digitalisierung, Robotisierung, Vollautomatisierung, einen 12-Stunden-Tag, 60-Stunden-Woche einzuführen, ist mit Verlaub gesagt jenseits. Nur Zypern arbeitet im EU-Vergleich mehr als wir Österreicherinnen und Österreicher. Work-and-Life-Balance ist die Formel des 21. Jahrhunderts, nicht Knechtschaft von machttechnokratischen wenigen Konzernherren, denen Sie verpflichtet sind. Und die Massen sind zornig. Es ist nämlich eine Unkultur, mit Speedkills in die Arbeitnehmerschutzbestimmungen einzugreifen und Betriebsräte zu desavouieren, meine Damen und Herren. Und an die Frau Minister, weil sie sich als Karl-Marx-Fan geoutet hat, möchte ich gerne aus dem Kapital zitieren, Frau Minister. Der Unternehmer, passen Sie auf, der Unternehmer behauptet sein Recht als Käufer, wenn er den Arbeitstag so lange als möglich sucht. Andererseits schließt die spezifische Natur eine Schranke ihres Konsums durch den Käufer ein. Und der Arbeiter behauptet sein Recht als Verkäufer, wenn er den Arbeitstag auf eine bestimmte Normalgröße beschränken will. Und das bedeutet heute übersetzt 8,40. Und das Ziel ist sicher Arbeitsverkürzung und 6,30. Danke. Sagt Robert Leimer von der SPÖ, er warnt die Regierungsparteien davor, sich die Eisenbahner zum Feind zu machen.